Oh. Und Röschen? Schneewittchen. Rumpelstilzchen. Kleider, Kleider, Kleider. Sieben auf einen Streich. Was? Ich hab sie. Brüderchen? Butchen, Butchen in der See. Guten Abend. Was gab es diesmal für dich zu entdecken? Tischlein, deck dich. Wie habt ihr geschlafen? Niemand kann in das Reich der Zauberin eindringen. Ein Wolf. Und wer bist du? Rapunzel, lass dein Haar herunter. Komm mit mir. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Sie ist ein besonderes Kind. War's das? Nein, das war's noch lange nicht. Heiraten? Wer ist es? Jasper. Jasper? Wer? Der Musikus. Nein! Ich liebe ihn. Nö! Bevor ich meine einzige Tochter einem dahergelaufenen Musikus zur Frau gebe, gefriert die Hölle. Ah! Hui, oh, hoppala. Hast du was zu essen dabei? Ein paar Nüsse. Zu stark bist du. Komm mit mir. Deine Kraft ist eine Gabe. Da draußen erwartet die ganze Welt auf dich. Ich habe noch nie jemanden so schnell rennen sehen. Ich bin übrigens Markus. Mahlzeit, Freunde. Das ist Lisa. Sie bringt allen Unglück, sagt sie. Uns bringst du kein Unglück, sondern einen vollen Magen. Gestatten? Benjamin, der größte Schütze der ganzen Welt. Ich habe das Gefühl, dass wir sechs es weit bringen werden. Wir wetten mit dem König. Du bist zu spät. Ich wurde aufgehalten. Ja, im Kloster. Wieder diese Bücher. Mit deiner Leserei schadest du dir nur. Äußere Schönheit vergeht. Dein Wissen bleibt. Eure Majestät. Heilkunde. Es gibt noch mehr darüber. Was haltet ihr von Poesie? Allein bei ihrem Namen webt mein Herz. Physik, Mechanik, Weltgeschichte. Welch kluge Frau. Was für ein schöner Mann. Er ist der Prinz. Und du bist ein kluges Kind, das soeben sein Herz verloren hat. Prinz Arthur? Erst vergeudest du deine Zeit mit Büchern. Nun kommt auch noch eine Bauernmagd hinzu. Sieben Schön ist edler als jede Dame, die ich kenne. Und klüger obendrein. Such dir eine Frau von Stand. Sonst werde ich es für dich tun. Das ist Frevel. Das geht nicht gut, mein Kind. Das ist der erste Mann, der mich versteht. Diese Bücher lassen dich deinen Stand vergessen. Mein Vater duldet es auch nicht, doch das ist mir gleich. Ich möchte deine Stimme nicht mehr missen. Deine Klugheit. Deinen Zauber. Ich möchte mich mal gruseln durch Mark und durch Bein, dann könnte mein Vater endlich stolz auf mich sein. Hast du mir gedacht, du kannst mich von hinten abmurksen oder ausrauben, was? Aber das kannst du vergessen. Ich fürchte mich nicht. Solltest du aber. Ich will das fürchten lernen. Lesen! Der König musste fliehen und alles zurücklassen. Seitdem herrscht dort im Schloss das Grauen. Elisabeth, nur zur Erinnerung. Unser geliebtes Schloss. Ist verflucht samt Schatz und allen nicht mein Problem. Das will ich versuchen. Hör mal, das ist kein Spaß. Es wird eines Tages ein Prinz kommen und der wird unser Schloss von diesem Spuk erlösen. Das ist der sichere Tod. Wo muss ich hin? Und den? Den wirst du heiraten. So einfach ist das. Es hat sich doch noch jemand gemeldet. Bin ich noch rechtzeitig? Oh nein. Doch. Michel, Eure Majestät. Ich weiß, ich bin kein Prinz, aber... Ja, das sieht man. Und? Was bist du?
Furchtlos bin ich. Aber ich will das Fürchten lernen. Und euer Schloss befreien. Das ist doch perfekt. Und? Wollt ihr die Welt aus den Angeln heben? Endlich bist du mein. Prinzessinnen heiraten keine Töpfer. Wünsch dir, was du willst.